Okay, Leute, folgende Ausgangslage. Wer kennt die Situation nicht? Ihr spielt gerade ein neues Spiel, seid in einen knackigen Bossfight verwickelt, schafft es gerade noch so, den Boss bis zur nächsten Zwischensequenz zu prügeln und zisch! Was ist das? Ein Wimpernschlag zu viel. Ihr habt's verkackt. Ihr wart nicht vorbereitet. Der weiße Ring ist schon längst auf den X-Button gewandert. Die logische Konsequenz: Game over. Der Mufti hat euch überraschenderweise durch einige nicht ganz vorhersehbaren Umstände doch noch schlagen können. Worüber spreche ich wohl? Selbstverständlich. Etwas, was schon Massen von Spielern vor der Konsole und sogar vor dem PC seit geraumer Zeit peinigt. Quicktime-Events. Also gut, zurück zur Situation. Ihr seid gestorben, der Game-Over-Screen flimmert über den Bildschirm und genau jetzt können zwei Szenarien in Kraft treten, was den Wiedereinstieg betrifft. Szenario 1. Ihr startet direkt wieder schön in der Szene, wo ihr das Quicktime-Event nicht schaffen konntet. Da ihr ja jetzt wisst, was euch erwartet, werdet ihr wohl nicht zweimal daran verrecken. Und dabei ist es ganz egal, ob es immer derselbe oder verschiedene Knöpfe sind, die gedrückt werden müssen, um das Ereignis zu überstehen. Tja, dann könnt ihr euch wohl denken, wie Szenario 2 aussieht. Oder sagen wir mal besser, Beispiel 2. Ihr startet direkt wieder am Anfang des Bosskampfes. Ganz gleich, mit wie viel Leben ihr in die Szene wandert. Bei einem Fehlschlag müsst ihr alles direkt nochmal komplett von vorn machen. Selbstverständlich gibt es auch Spiele, in denen man nicht mit dem Game Over gestraft wird. Stattdessen füllt sich einfach die Lebensleiste des Bossgegners wieder auf. Das passiert bevorzugt bei Finishern. Also bei Momenten, wo man eigentlich schon gewonnen hätte, aber der verdiente Ruhm durch ein dämliches kleines aufpoppendes Symbol einem einfach nicht zugestanden wird. Da könnte ich euch einen Haufen von Anekdoten erzählen. Da stellt sich doch ganz einfach die Frage, wo ist da der Sinn? Keines der Szenarios des Wiedereinstiegs stellt ein zufriedenstellendes Ergebnis her. Das erste unterbindet Frust. Stellt jedoch wegen des fragwürdigen Checkpoints das gesamte Konzept von Quicktime-Events in Frage. Zweiteres ist einfach nur unfair. Über die Jahre hat sich so langsam eine Art Trend bei Spieldesignern in Bezug auf Quicktime-Events gebildet. Genre unabhängig. Egal ob Hack'n'Slay, Jump'n'Run, Action-Adventure, Rollenspiel, Rennspiel und sonst noch was. Überall lassen sie irgendwo Quicktime-Events aufbauen. Überall, wo irgendwo ein Mindestmaß an Action existiert. Ist ja auch kein Wunder, denn sie bilden eine prima Ausweichlösung, um stylische Szenen umzusetzen, die man so mit dem vorhandenen Gameplay niemals hinkriegen würde. Und das befürworte ich durchaus. Wenn wir mal ganz unvoreingenommen an die Sache herangehen, so lässt sich grundsätzlich sagen, Quicktime-Events steigern das cineastische Erlebnis von Zwischensequenzen. Zumindest sind sie so gedacht. Aber streichen wir das cineastisch einfach mal. Quicktime-Events fordern den Spieler dazu auf, nicht einfach nur als passiver Zuschauer zu agieren. Und genau das ist es doch, wonach wir schreien. Wir verlangen nach viel mehr Interaktion mit der Spielfigur, viel mehr Identifikation, versteht ihr? Jegliche Aktionen werden vom Spieler getätigt und diese Illusion bleibt zumindest teilweise mit Quicktime-Events erhalten. Und gerade deswegen ist es doch wichtig, dass diese im Spiel vertreten, aber auch passend vertreten sind. Vor allem Action-Spiele können mit dieser Methode noch einiges an Dynamik gewinnen. Die Sache ist jetzt nur, dass bei viel zu vielen Spielen Quicktime-Events einfach nur noch so aus Zwang reingemacht werden. Hauptsache, man hat was vorzuweisen, was die Spieler fesselt. Wo zum Teufel brauche ich denn bei Jump'n'Runs ein Quicktime-Event? Oder bei Rennspielen? Oder kennt ihr das neue Final Fantasy? Da sind auch Quicktime-Events mitten im Kampf vertreten. Das Allerschlimmste ist allerdings meiner Meinung nach, wenn man es mit der Häufigkeit von Quicktime-Events in Spielen einfach nur übertreibt. Jetzt mal Spiele wie Heavy Rain und Fahrenheit außen vor gelassen, da sich diese Spiele komplett um QTEs drehen. Wer hat denn nicht bloß 8 Eingabekombinationen zu tätigen, um irgendeinen x-beliebigen Boss in der ersten Phase von Dantes Inferno zu schlagen? Oder Quicktime-Events, die komplette Bosskämpfe ersetzen, weil den Entwicklern einfach nichts Besseres eingefallen ist. Tosti! Und dann erst die Eingaben. Von Spiel zu Spiel werden von einem immer mehr die beklopptesten Fingersperrenskin verlangt. Wobei man dann auch zugeben muss, dass manche von ihnen recht gut umgesetzt worden sind, da sie die Intensität des Kampfes bzw. der jeweiligen Situation recht gut widerspiegeln. Im Wesentlichen unterscheide ich zwischen drei Arten von Eingabemöglichkeiten eines Quicktime-Events. Die erste ist ganz simpel der Klassiker, das Drücken einer oder mehrerer bestimmter Tasten, die irgendwo am Bildschirmrand eingeblendet werden. Die zweite Möglichkeit, das Drücken einer oder mehrerer bestimmter Tasten im Dauerfeuer, bzw. abwechselnd. Diese Variante bevorzuge ich übrigens in heißen Gefechten, also das ist wohl noch die am wenigsten schlimme Sorte von Quicktime-Events, sofern sie nicht übertrieben schwer gemacht worden sind. Und dann letztendlich die dritte,
Ganz einfach, das Drücken einer oder mehrerer bestimmter Tasten, aber im richtigen Moment, worin die höchste Fehlschlagquote besteht. Wenn man sowas zu oft aneinander reiht, könnte man den Eindruck erwecken, man würde ein Rhythmusspiel spielen. Aber es gibt auch Spiele, wo die zu drückende Taste egal ist, was vor allem deswegen gut ist, weil man nicht durch Einblendung eines Symbols am Controller einfach so aus dem Spielgeschehen hinausgeworfen wird. Außerdem muss man noch unterscheiden, in welcher Form die Tasten eingeblendet werden. Bei God of War zum Beispiel erscheinen sie am Bildschirmrand, damit das Geschehen nicht zu sehr verdeckt wird. Bei Heavy Rain genau auf die Stelle, worauf sich die Aktion bezieht. Es gibt dutzende verschiedene Möglichkeiten, dessen Aufzählung den Rahmen des Videos sprengen würden. Grundsätzlich finde ich es nicht falsch, wenn man versucht, Quicktime-Events zwar subtil, aber dafür auch so eindeutig wie möglich zu verbauen, damit man nicht durch irgendwelche Tasten aus dem eigentlichen Geschehen gedanklich wieder rausgeschleudert wird. So, und das war's von meiner Seite aus über das Thema Quicktime-Event. Was haltet ihr von Quicktime-Events? Seid ihr dafür oder dagegen? Natürlich alles mit Begründung. Und kennt ihr ein gutes Beispiel, wie Quicktime-Events gut verbaut werden könnten? Oder vielleicht könnt ihr sogar ein Spiel nennen, wo das passiert ist? Würde mich echt brennend interessieren. Außerdem würden mich eure Vorschläge interessieren. Vorschläge über Themen, die ich in späteren Folgen drannehmen könnte. Ich habe noch genug in petto, aber mich würden Einflüsse außerhalb auch nicht stören. Kann ja nicht schaden. Eventuell nehme ich sowas dann vorzeitig dran. Ich nehme alles dran, von Spielelement bis Leveldesign bis zu Spielgenre. Nur explizit über Spiele und Konsolen spreche ich nicht. Dafür werde ich dann eigens erstellte Reviews machen. Also das war's dann von dieser Seite aus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn nicht, könnt ihr ein prima Trinkspiel draus machen. Ich weiß nämlich nicht, wie oft das Wort Quicktime-Event innerhalb dieses Videos gefallen ist. Ihr könnt's ja zählen. Also bis denn.